Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zu einer weiteren Folge von Suwarow TV. Die Ereignisse im Nahen Osten überschlagen sich und sind nicht arm an Tragödien, die sich immer wieder ereignen. Ein Grund, warum wir heute hier sitzen und wieder den levantinischen Patrioten zu Gast haben, schön, dass du gekommen bist, ist eine Explosion im Hafen von Beirut am 4. August 2020, die von ihrer Größe und ihrer Intensität viele an die Explosion entweder einer bunkerbrechenden Bombe oder aber sogar einer taktischen Atombombe erinnert hat. Du als Levante-Kenner und vor allem auch als Libanon-Experte hast dich ja intensiv damit beschäftigt. Was kannst du zu diesen Ereignissen sagen? Was ist da genau passiert? Was hat das für Auswirkungen und wer profitiert eigentlich geopolitisch von diesen Ereignissen in Libanon? Also was zum Ersten dazu zu sagen ist, das Ammoniumnitrat, das da eben explodiert ist, diese Chemikalie, ist schon seit 6-7 Jahren im Hafen gelagert. Verschiedene Regierungen wussten davon Bescheid, also sowohl die jetzige, die jetzt im August zurückgetreten ist, wusste davon Bescheid. Also man weiß, dass Hassan Diab, der letzte Premierminister, einen Monat ungefähr vor der Explosion darüber informiert wurde. Man weiß also, ist klar, dass die Regierung von Saad Hariri, die schon vor einigen Monaten schon zurück, Anfang des Jahres zurückgetreten ist, dass die auch davon wusste. Klar. Von der Stärke her kann man es ungefähr, der Physiker Werner Gruber hat das Ganze ungefähr mit dem Viertel einer Atombombe verglichen, was da tatsächlich explodiert ist. Die Explosion ist ja auch noch in Zypern zu spüren gewesen. Man hat sie ja auch noch zig Kilometer außerhalb von Beirut hat man sie auch gespürt, also auch in den Bergdörfern und Bergstädten um Beirut herum hat es gewackelt und auch ist zum Teil auch was zu Bruch gegangen. Was zum Hafen zu sagen ist, der Hafen, so wie im Libanon halt immer, ist halt ziemlich viel korrupt und alle möglichen Leute haben ihre Hände im Spiel. Die Hezbollah natürlich ihre Hände im Spiel, verschiedene Parteien, die Zukunftsbewegung von Hariri, natürlich die christlichen Parteien, die größeren christlichen Parteien wie die FPM von Präsident Aoun hat ihre Hände mit im Spiel und jetzt redet man sich natürlich wieder der eine auf den anderen aus und es ist klar, es müssen alle, also nachdem das so viel gelagert ist, nachdem alle ihre Finger damit im Spiel haben, werden auch alle, so gut wie alle Parteien, egal welchem Lager sie angehören, werden davon gewusst haben, dass das dort lagert, aber wie gesagt, das Land krankt halt an einer ziemlichen Korruption und jeder redet sich auf den anderen raus, das passiert auch jetzt und keiner will irgendwie was davon gewusst haben, aber es ist klar, dass jeder was davon gewusst hat oder davon gewusst haben muss. Wer jetzt geopolitisch wirklich davon profitiert, ist schwer zu sagen. Frankreich tut sich jetzt stark hervor, die USA sind ein bisschen zurückhaltender, viele Libanesen rufen jetzt auch quasi Frankreich auch zu Hilfe. Man darf nicht vergessen, dass eine Petition in Libanon zirkuliert ist, wo 70.000 Libanesen unterschrieben haben, dass Frankreich bitte wieder zurückkommen soll und quasi neue Kolonialmacht werden soll. 70.000 Leute gesagt haben, wir sind einfach zu blöd oder unsere Eliten sind zu blöd, die kriegen das nicht hin, wir brauchen die Franzosen wieder. Also die Ursache von dieser Tragödie ist eigentlich die Korruption im Libanon, die bis heute nicht aufgehört hat. Ja, die Korruption im Wesentlichen und vor allem die daraus resultierende Verantwortungslosigkeit und man schiebt sich dann gegenseitig den schwarzen Peter zu. Jetzt heißt dann wieder, die Hezbollah trägt die Hauptverantwortung und die sagen wieder, die letzte Regierung war es. Faktisch ist, dass alle irgendwie daran schuld sind, weil es halt alle auch gewusst haben, aber nichts dagegen getan haben, weil das diese Chemikalie da lagert. Es war jedem so relativ wurscht. Ja, es ist jetzt ein extremer Druck auf die politische Elite aufgebaut worden. Frankreich will ja, dass die gesamte Regierung zurücktritt, oder ist sie schon zurückgetreten und dass bald Parlamentswahlen abgehalten werden. Man wird sehen, was dabei rauskommt. Viele Libanesen, auch die jetzt nicht diese Petition unterschrieben haben, begrüßen dieses französische Engagement, weil sie irgendwie sagen, jetzt kommt uns mal endlich jemand zur Hilfe und übt mal Druck aus. Das haben auch viele dazu aufgerufen, dass international Druck ausgeübt wird. Und was ist eigentlich von diesen französischen Ambitionen zu halten, dass man natürlich die eigenen Hilfen nur an politische Reformen im Sinne von Frankreich koppeln will? Also, dass man den Libanesen sagt, schaut, ihr könnt schon Hilfen haben, aber dafür erwarten wir uns, dass ihr mehr das westliche Modell mitiert. Ist das auch im
sind in der Libanesen oder freuen sie sich hauptsächlich über die Hilfe, aber sagen, ja, so wie in Frankreich wollen wir jetzt nicht, dass bei uns zugeht? Also ich glaube nicht, dass eine moderne Massendemokratie tatsächlich im Sinne der Libanesen ist. Das Problem ist nur wahrscheinlich sogar eine Wertebevölkerung will es aber so. Mhm. Das ist sehr traurig, aber ich kann es nachvollziehen. Auch der Präsident Aoun hat jetzt mittlerweile angekündigt, dass Libanon einen säkularen Staat braucht, dass also dieses konfessionalistische Proportsystem abgeschafft wird. Der Präsident muss maronitischer Christ sein, der Parlamentssprecher Schiit, der Premierminister Sunnit, dass dieses System mittlerweile ein Ende gelangt ist. Das wird wahrscheinlich auch die Forderungen von Frankreich sein, dass man das abschafft. Reformen braucht das Land dringend, ganz dringend. Es kommt natürlich auch darauf an, dann welche. Ja, weil du hast davon gesprochen, dass man da diesen Plan hat oder diese Absicht aus dem Libanon, der eigentlich schon seit quasi der osmanischen Herrschaft über ihn, hat eben dieses Proportsystem gehabt, das religiöse. Und wenn man jetzt den Libanon quasi in eine westliche Massendemokratie umwandeln würde, die eben säkular ist und keine Rücksicht mehr auf die Religion nimmt, würde das dann nicht auch im Endeffekt die vor allem sunnitischen Kräfte dort begünstigen? Naja, begünstigen wird es jetzt im Prinzip eigentlich wirklich niemanden, weil sich alles ungefähr ein bisschen die Waage hält. Also wenn man so den... es wird keine Volkszählung mehr durchgeführt, aus eben bekannten Gründen. Was man allerdings. Weil das, so, natürlich, ja, das würde ja eigentlich das nach sich ziehen, oder? Naja, aber was man so also ungefähr abschätzen kann, ist, dass sich ungefähr alle Blöcke so gleich groß gegenüberstehen. Also man wird schätzen, dass so 25-30% der Bevölkerung sind Sunniten, 25-30% Schiiten, ca. 35-40% sind Christen. Das heißt, es hält sich immer alles so ein bisschen die Waage. Man kann das Gewicht natürlich dadurch verändern, indem man jetzt den Syrern alle libanesische Staatsbürgerschaft gibt und den Palästinensern. Das würde natürlich das Gewicht deutlich zu der Sunniten verlagern, aber da ist man auch in dem Lager, auch im sunnitischen Lager, ist man sich da bewusst, dass man damit einen neuen Bürgerkrieg heraufbeschwört. Mhm. Deswegen wird es, glaube ich, nicht so weit kommen. Ja, apropos, du hast eben quasi diesen Albdruck des neuen Bürgerkriegs angesprochen. Glaubst du, dass die derzeitigen Entwicklungen zu einer Eskalation der Lage führen könnten, in weiterer Sicht? Wenn es tatsächlich so weitergeht, ja. Vor allem, wenn die wirtschaftliche Lage so weitergeht. Es wollen auch viele Libanesen mittlerweile, dass die Hisbollah entwaffnet wird. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, es hat Vor- und Nachteile. Es wird aber auf jeden Fall nicht gewaltlos vonstatten gehen können. Wie man das Problem lösen kann, ich weiß es selbst nicht. Ja, sonst wäre ich dort längst Premierminister. Mhm. Es kann durchaus sein, dass es wieder zu einer Eskalation kommt, tatsächlich auch zu einem neuen Bürgerkrieg, das ist nicht auszuschließen. Leider. Gut, dann sage ich vielen Dank für deine Analyse. Sehr geehrte Zuseher, es hat mich gefreut, Sie auch dieses Mal wieder bei unserem geopolitischen Wochenrückblick begrüßen zu dürfen. Wenn Ihnen unser Video gefallen hat, hinterlassen Sie bitte einen Daumen nach oben. Aber vor allem, schreiben Sie uns auch, was halten Sie vom Thema? Wie sehen Sie die Entwicklung im Libanon und die zukünftigen Aussichten, auch eben hinsichtlich eines neuen Bürgerkriegs bzw. einer verstärkten europäischen Präsenz? Ihre Meinung ist uns wichtig, damit wir eben auch in Zukunft unsere Videos und Analysen auch noch besser gestalten können. Und bitte vergessen Sie auch nicht, uns auf Telegram zu abonnieren, damit Sie jedes Mal regelmäßig über unsere neuen Beiträge jenseits der Zensur von Facebook und anderen Plattformen informiert werden. In dieser Hinsicht bedanke ich mich herzlich bei Ihnen fürs Zusehen. Mein Name ist Alexander Markowitz und ich freue mich darauf, Sie auch bei der nächsten Folge von Suwarow TV begrüßen zu dürfen. Vielen Dank!